In diesem zweiten Teil dieser vierteiligen Videoserie werden der Schutzschalter eingebaut, die Doppelspindelzange von Veritas installiert und die Unterkonstruktion montiert. Die Standfüße werden mit Flachdübeln aus zwei Profilen verleimt und mit der Zagenkonstruktion mit Gewindeschrauben verbunden. Die Unterkonstruktion wird komplett aus dem Rest der 30 mm Siebdruckplatte gefertigt. Auch die unteren Zagen werden montiert und mit den Standfüßen verschraubt. Die Abdeckung der Doppelspindelzange wird gekürzt und dann montiert. Mit einer gelochten Führungsschiene und der Oberfräse können nun die Löcher in die Werkbankplatte eingebohrt werden. Mit einem verlängerten Pharmakbohrer werden die eingefrästen Bohrungen komplett durch die Platte gebohrt. Die Öffnung für den Sicherheitsschutzschalter wird mit Hilfe einer Frässchablone in die vordere Zage eingefräst. Mit der an der Oberfräse montierten Kopierhülse fährt man die Frässchablone ab und fräst in mehreren Durchgängen die Aussparung aus. Das einzustellende Maß an der Frässchablone hängt damit von der verwendeten Kopierhülse und dem verwendeten Fräserdurchmesser ab. Es muss um die Differenz vom Kopierhülsendurchmesser und Fräserdurchmesser größer eingestellt werden als das für die Ausfräsung benötigte Maß. Verwendet man eine 20 mm Kopierhülse und einen 8 mm Nutfräser, müsste man die Frässchablone also um 12 mm größer einstellen als das Maß der Fräsung. Hier die beiden Spindeln der Doppelspindelzange von Veritas. Diese werden mit einer Kette verbunden und laufen synchron. Das hat den großen Vorteil, dass die Spannbacke sich nicht verwindet, wenn einseitig gespannt wird. Der Druck wird gleichmäßig über die gesamte Länge der breiten Spannbacke aufgebaut. Man benötigt hier einen Pfostnerbohrer mit einem Durchmesser von 1,5 Zoll oder 38 mm, um die Löcher für die Spindeln zu bohren. Die Gewindebuchsen werden von der Innenseite mit vier Schrauben fixiert. Die Spannbacke besteht aus drei Lagen von 24 mm Birke Multiplex. So kommt man auf stattliche 72 mm. Die Spindeln werden in die Gewindebuchsen eingeschraubt. Die Spannbacke wird so lange in der richtigen Position mit Zwingen fixiert, bis die Spindeln verschraubt sind. Die Bohrungen in der Spannbacke sind etwas größer als der Durchmesser der Spindeln. Hier die Kette, die in Abhängigkeit des Abstandes der Spindeln noch gekürzt werden muss. Dazu gibt es eine Tabelle in der beigefügten Montageanleitung. Die Kette wird um die Zahngrenze der Spindeln gelegt und dann die beiden Enden mit dem Verschlussglied verbunden. Die Kette soll bewusst nicht straff gespannt sein, sondern wird über zwei Kunststoffbuchsen geführt, wie man später noch sehen wird. Die Standfüße werden aus zwei Multiplexbrettern rechtwinklig unter Verwendung von Flachdübeln mit PU-Leim verbunden. Die Fräspositionen für die Flachdübel werden wieder markiert und dann eingefräst. Die Späneabsaugung meiner Flachdübelfräse funktioniert so gut, dass beim Fräsen so gut wie kein Dreck entsteht. Die Handhabung ist denkbar einfach und auch Anfänger erzielen mit dieser Methode der Holzverbindung schnell gute Ergebnisse. Vor der Verleimung wird alles zunächst trocken zusammengesteckt. Hier die vier Standfüße, die nun mit einkomponentigem Polyurethanleim verleimt werden. Normaler Weißleim würde hier nicht funktionieren wegen der Beschichtung der Siebdruckplatte. Man sollte beim Umgang damit unbedingt Handschuhe tragen und größte Vorsicht walten lassen. Der Leim reagiert mit der Feuchtigkeit aus der Luft oder aus dem Material unter leichtem Aufschäumen. Die Aushärtung kann durch einen Sprühnebel mit Wasser beschleunigt werden. Die Teile werden mit Zwingen zusammengepresst, das garantiert eine haltbare und stabile Verbindung. Noch nicht ausgehärtete Leimreste können am besten mit Aceton beseitigt werden. Der hier verwendete Leim ist bereits nach 40 Minuten montagefest und die Zwingen können nach kurzer Zeit wieder abgenommen werden. Die Füße werden unter Verwendung von Gewindeschrauben an den Zagen befestigt. Auch hier verwende ich keinen Leim, um den Tisch zum Beispiel für den Transport wieder zerlegen zu können. Die untere Längszage wird auf meiner Kappsäge noch auf das benötigte Maß abgelenkt. Die Montage der unteren Zagen wird sehr erleichtert, indem man kleine Auflageklötzchen in die Innenseite der Füße spannt. Dann kann die untere Zage einfach aufgelegt und verschraubt werden. Hier sieht man das Verbindungsstück zum Verlängern der großen Einhandzwingen von Wolfkraft.
Diese drücken die Füße nun dicht an die Zarge und die Löcher für die Befestigungsschrauben können gebohrt werden. Ich verwende hier Schlossschrauben mit M10-Gewinde. Damit der Kopf außen am Fuß nicht hervorsteht, wird die Bohrung noch mit einem Pfostnerbohrer etwas aufgebohrt. Jetzt wird die gesamte Werkbank noch geschliffen und Kanten abgerundet. Aus Platzgründen muss ich alle weiteren Arbeiten in einem anderen Raum durchführen. Da die Werkbank zu breit für die Zimmertüren ist, wird diese zerlegt. Dann kann die Werkbankplatte hochkant mit einem Rollwagen sehr leicht transportiert werden. Die Multi-Werkbank nimmt nun langsam Gestalt an. Hier das weitere Zubehör, welches im Folgenden noch verbaut wird. Die Oberfräse, die Incratenut-Schiene mit Einlegeplatte und die Doppelspindelzange von Veritas. Die beiden Spindeln wurden bereits mit der Spannbacke mit 6-Kant-Holzschrauben verschraubt. Nun werden noch die beiden Abdeckkappen links und rechts montiert. Mit einem Zentrierbohrer wird die Bohrposition markiert und mit einem Holzbohrer die Löcher für die Befestigungsschrauben vorgebohrt. Diese Doppelspindelzange ist universell für verschiedene Breiten der Spannzange einsetzbar und muss in meinem Falle noch etwas kürzer werden. Damit die Kette nicht durchhängt, wird diese durch zwei kleine Schrauben mit Kunststoffbuchsen in der Mitte geführt. Nun kommt erstmalig die Spannzange zum Einsatz und die Abdeckung aus Metall wird eingespannt. Mit einer Eisensäge wird diese gekürzt. Abschließend wird noch das Firmenschildchen auf die Abdeckung aufgeklebt und diese vorher mit reinem Alkohol entfettet. Hier die fertig montierte Doppelspindelzange mit eingesetzten Bankschlüsseln aus Buchenholz. Diese Zangenführung mit zwei Spindeln spannt über die gesamte Stirnseite der Werkbank und bleibt dabei parallel. Die Kettenführung garantiert die Parallelität beim Spannen, auch wenn nur einer der beiden Zangenschlüssel gedreht wird. Im Folgenden werden die Löcher unter Zuhilfenahme zweier gelochter Führungsschienen in die Werkbankplatte gebohrt, um Zwingen, Spannelemente, Bankhaken und anderes Zubehör verwenden zu können. Hier werden zunächst zwei kürzere Schienen zu einer langen verbunden. Dazu gibt es spezielle Schienenverbinder. Es ist ein großer Vorteil, wenn man eine gelochte Führungsschiene besitzt. Die Löcher bei der LR32 von Festool haben einen Abstand von 32 mm und können zum präzisen Einbohren für das Lochraster verwendet werden. Die beiden Schienen werden an einer 3 Meter langen Führungsschiene genau gerade ausgerichtet und dann mit den beiden Verbindungsstücken oben und unten fixiert. Die Schiene wird mit einem Stahlwinkel absolut parallel zur Werkbankvorderkante ausgerichtet. Ein kleines Klötzchen, welches mit einer Zwinge am linken Ende der Schiene unten befestigt wird, dient als Anschlag. Damit kann man sicher sein, dass die Lochreihen alle in der gleichen Position von der schmalen Kante aus eingebohrt werden. Mit einer kleinen Hilfsvorrichtung, die ich auch zum Einbohren der Lochreihen in Schrankinnenseiten verwende, kann nun die Oberfräse an den gewünschten Abständen positioniert werden. Um den Fräser zu schonen, fräse ich nicht ganz durch die Platte. Den Rest erledigt später ein Kunstbohrer. Nachdem die erste Lochreihe gebohrt wurde, wird die Schiene versetzt und dann wieder mit den Zwingen fixiert. Welchen Durchmesser sollte man für die Bohrungen verwenden? Eine Frage, die oft diskutiert wird. Gängig sind 20 mm Löcher, wie zum Beispiel im beliebten MFT von Festool, oder 19 mm, das entspricht ungefähr 3/4 Zoll, wie es in Amerika sehr verbreitet ist. Da ich schon sehr viel Zubehör für das 19 mm System besitze, habe ich mich auch hier wieder dafür entschieden.
Die Lochreihen sind nun eingefräst und müssen nun noch ganz durchgebohrt werden. Damit dies absolut senkrecht geschieht, verwende ich meinen Wabeco-Bohrständer, den ich auf eine Holzplatte montiert habe. So kann ich diesen auf der Werkbankplatte hin und her schieben, ohne die Fläche zu zerkratzen. Man benötigt in jedem Fall eine Verlängerung für den Pharmac-Bohrer, da man ohne diese mit dem Bohrer nicht weit genug herunterkommt. Die bereits durchgebohrten Löcher können zum Festspannen des Bohrständers verwendet werden, hier mit den Sjöbergszwingen. Der Bohrer wird wieder genau über einem Loch ausgerichtet und dann der Bohrständer fixiert. Es lohnt sich auf jeden Fall, in einen hochwertigen Kunstbohrer zu investieren. Die Löcher können ohne großen Druck und ohne Brandspuren gebohrt werden. Nicht immer war es möglich, den Bohrständer mit den Zwingen von Sjöbergs festzuspannen. Hier hilft meine selbst entwickelte Spannvorrichtung. Diese besteht ganz simpel nur aus einem Stück Flachstahl, Gewindeschrauben und einer Flügelmutter. Am hinteren Ende befindet sich eine Stützschraube, die je nach Stärke des zu spannenden Werkstückes eingestellt werden kann. Um die Werkstückoberfläche zu schützen, habe ich eine Gummiauflage mit Sekundenkleber an die Unterseite des Flachstahls geklebt. Ich habe mir diese Spannvorrichtung in verschiedenen Längen hergestellt und habe diese sehr oft im Einsatz. Den verwendeten Flachstahl bekommt man als Meterabschnitte im Baumarkt zum kleinen Preis. Man muss diesen dann nur auf die benötigte Länge absägen, Löcher für die Schrauben bohren und die Gummiauflage aufkleben. Eine sehr schnelle und preiswerte Sache. Hier sieht man das Opferholz, damit auf der Unterseite beim Bohren keine Ausrisse entstehen. Mit einem Winkel wird die Rechtwinkligkeit überprüft. Nachdem auch noch die Löcher in die Spannbacke gebohrt wurden, ist dieser zweite Bauabschnitt fertig. Und hier noch einige Eindrücke von weiteren Arbeiten, die im dritten Teil dieser vierteiligen Serie zu sehen sein werden. Unter anderem werden die Inkra-Einlegeplatte und die Tenutschiene installiert. Die Oberfräse wird mit der Inkra-Platte verschraubt und die Nuten für die Führungsrohre der Anschlagbretter werden in die vordere Zarge mit Hilfe einer Frässchablone eingefräst. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen.